Hallo, liebe Grüße aus Sri Lanka. Ich bin die Aurena Gati, Pola-Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen, eine Sternensaat. Eine Seherin ist jemand, der Energien sieht. Ich sehe die Dinge, die im Verborgenen liegen und das innerhalb von Sekunden, wenn du das möchtest. Und dann arbeite ich sehr gern mit dir. Heute geht es um das Thema. Ja, ich weiß, meine Haare sind verzuzelt, aber die sind halt so. Ich habe gerade vorher mit einer Klientin gesprochen und da hat sie gesagt, Agathe, vielleicht ich habe eine Frage für dich, vielleicht kannst du ein Video machen. Ich so, ja klar, mach mal. Und dann sagt sie, ja, also eine Heilerin hat mal zu ihr gesagt, da wo man geboren ist, das hat ja einen Grund. Klar. Und sie möchte aber so gern mit ihrem Kind woanders hinziehen. Jetzt hat sie aber wahrscheinlich das Gefühl, du da draußen, hallo, Servus, du hast jetzt wahrscheinlich da draußen das Gefühl, ja. Klar, da wo du geboren bist, da gehörst du hin, da sind deine Wurzeln, da wirst du gebraucht. Und gleichzeitig sagt aber deine Seele, ja, ich möchte aber woanders hin, ich möchte mein Kind packen und schnappen und jetzt gerade wo Covid war und dann ja woanders hin oder auch wenn vielleicht nicht Covid ist, aber deine Seele zieht dich hinaus in die Ferne. So, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von mir. Ich bin ja halb Deutsch, halb Sri Lankanerin. Meine Mama ist aus Sri Lanka, mein Papa ist Deutscher. Und ich bin im Allgäu geboren. Und mein Bruder, meine Schwester, die sind immer noch dort. Die sind dort sesshaft. Und es geht nicht darum, dieses, weil sie meinte, ja, dann laufe ich ja davon und die Themen nehme ich mit. Ja, halt, stopp. So, das sind unterschiedliche Aufgaben, die wir haben hier als Seele. So, mein Bruder ist total super sesshaft. Der ist in seinem Bayern super glücklich. Ich sage jetzt nicht die Stadt, weil das geht niemandem was an. Und meine Schwester auch. Bei mir war es aber schon immer, dass ich automatisch irgendwo hingebracht worden bin. Also bis 19 war ich nirgends. Und dann ab 19 bin ich mit dem Auto nach Italien gefahren. Ich bin dann nach Portugal gekommen über die Arbeit und dann wirklich von einem Ort zum anderen geschickt worden. Und es ging bam, 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 bam. Wenn du irgendwo hin sollst, wird das geschehen. Und du kriegst ganz klare, deutliche Zeichen und dann ist es nicht ein Davonrennen, weil du Angst hast und weil du von einer Situation weg willst, sondern weil du geführt bist. Und es fühlt sich ganz anders an. Ich hatte hier im April, ich sage jetzt mal, den Dritten Weltkrieg. Security ist durchgedreht. Verträge mit Menschen, jeder hat mit mir noch gestritten, ich wusste gar nicht, ich wollte abhauen, ich wollte weg. Warum? Weil ich Angst hatte, hier zu sein. Dann habe ich gesagt, nein, ich stelle mich den Dingen, ich heile die Dinge, dann gehe ich kurz weg und ich komme wieder her. Und wenn ich hier weg soll und weggehe, wieder, dann aber mit einer ganz tiefen inneren Ruhe, Zufriedenheit und einem Gefühl von Sicherheit. So, wenn du das Gefühl hast, du möchtest weg, bist du in deiner Mitte, fühlt sich's richtig an, bist du geführt, bist du im Frieden mit dir und fühlst dich sicher? Oder bist du voller Angst und Panik, weil deine Vorfahren zum Beispiel, die Sudetendeutschen, auch in diesem Muster waren, sie werden vertrieben, sie müssen fliehen. Ja, mein Papa hatte das, Sudetendeutsche, sie wurden vertrieben oder man muss fliehen. Ganz viele Deutsche sind aus Deutschland nach Paraguay. Und die haben den ganzen blöden Müll da wirklich mitgeschleppt, wo ich sage, was wollt ihr eigentlich hier in Paraguay? Ihr könnt den ganzen blöden Müll auch in Deutschland leben. Das sind so Sachen, was sind die Beweggründe, wenn du abreist, ausreist, mit welcher Intention? Weil du geführt bist oder weil du Angst hast und flüchtest? Und da würde ich dann einfach wirklich nochmal im Ahnensystem gucken. Ja, ich weiß, ich bin nicht immer so nett, aber ich bin gerade raus und ehrlich, aber es kommt von einem liebevollen Ort. Das geht hier nicht ums Verurteilen oder Beurteilen, sondern einfach nur Fakten. Und Fakten sind halt einfach klar. Und ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. So, das ist jetzt das Erste, das ist der Beweggrund. Dann, wenn du das Gefühl hast, du musst weg aus Angst, dann schau wirklich tiefer, was ist die Angst, was treibt dich an, was hetzt dich. Du bist dann nicht in einer Ruhe, du bist wirklich gehetzt. Guck die Themen bitte an. Das nächste ist eine andere Klientin von mir, die ist mit ihrem Kind verreist, also es geht jetzt ums Thema Reisen auch,
Und die sind hochmedial, die ganze Familie, die sind nach Amerika und die Kleine kam dort an und dann war die Kleine total durch den Wind. Und ja, unterschiedliche Orte haben unterschiedliche Frequenzen. Meine Aufgabe ist es, und ich bin ja eine Heilerin, eine Seherin, ich arbeite auch mit den Erdlinien, weil ich einfach ein Drachenwesen bin. Ich habe eine Drachenenergie und wir arbeiten mit den Leylines. Wir sind an Kraftorten. Das heißt, ich werde an Orte geführt, die ich vorher gar nicht kenne, wo Kraftorte sind, wo ich erst viele Jahre dann später gewusst habe, oh wow, das waren eigentlich alles Kraftorte, wo ich hin bin. Jetzt mittlerweile ja, weiß ich's. Und unsere Aufgabe ist es, mit diesen Kraftorten zu arbeiten, Blockaden zu lösen, Lichtportale wieder zu aktivieren und dunkle Portale zu schließen. Wenn du so eine Aufgabe hast, sowas wie ein Kristallhüter oder eben Leylinien, Erdenhüter, dann wirst du automatisch viel reisen, du wirst geführt und die Tickets sind super günstig oder jemand zahlt dir ein Ticket oder du kommst durch einen Job an diese Orte. Das passiert dann ganz von selber, weil das Universum das lenkt und steuert. Und wir haben alle unterschiedlichen Aufgaben. Und ja, es gibt Menschen, die werden gebraucht, da wo sie geboren sind. Und dann spürst du das auch, weil du dich erfüllt fühlst, da wo du bist. Ja, weil du dich zeigen kannst, weil du gebraucht bist, weil du dich da richtig fühlst. Es geht immer um das Gefühl fühlen. Und so bei der Kleinen war es dann, die war unglaublich feinfühlig, die war dann total durch den Wind. Da habe ich gesagt, ja, Amerika ist nicht einfach. Und was ihr dann machen könnt als Eltern, wenn eure Kinder dann gerade diese unterschiedlichen Energien ganz stark wahrnehmen. Jedes Land, jede Kultur hat eine ganz andere Energie. Die Qualität der Erde, der Früchte ist ganz anders und der Mineralien. Und da habe ich gesagt, so, du als Mama, du als Papa darfst eine Lichthülle um das Kind bauen, nochmal ganz stark sagen und formulieren, mein Kind ist Mutter Erde und mit Vater Himmel verbunden. Und dann dich selber als Eltern erden, weil du bist ja auch wichtig, du bist ja das Fundament, der Ankerpunkt. Und dann wirklich mit dem Kind ganz viel in die Natur gehen und nicht nur in der Großstadt rumrennen. Und es hat echt geholfen, ihr ging es dann besser, aber als sie dann zurückkam, hatte sie wieder so einen Durchhänger und das war, weil sie an diesen Orten ganz stark Downloads, Lichtcodes bekommen hat und dann kommen Emotionen hoch und da habe ich eben ein Video drüber gemacht, über die Aufstiegssymptome, dass man Kopfweh kriegt, dass der Magen mal nicht so funktioniert oder dass der Körper die Mineralien nicht aufnimmt. Wenn ihr mal jetzt schaut, wie meine Haut ist jetzt und dann im April oder Mai, dann werdet ihr einen großen Unterschied sehen. Also hier, das ist jetzt meine Haut, ganz natürlich, ohne Botox oder irgendwas. Und als ich im April herkam, ich war in einer Wohnung, die hatten lauter diese Mottenkugeln und die hatten aber 200, 300 von diesen in der Wohnung und dann hat es mich so zerlegt. Und mein Körper hat jetzt echt bis jetzt gebraucht, mit Unterstützung und Heilsitzungen diese ganzen Energien auszuleiten, auch die Ängste. Und dann seht ihr mal, was mit der Haut passiert, wenn man diese ganzen alten Energien aus dem Zellgedächtnis rausholt, dann verändert sich der Körper auch wieder. Macht ganz, ganz viel aus. Ich werde mal noch ein Video machen über nur Toxine ausleiten. Das ist nicht nur über Mineralien, sondern auch ganz wichtig energetisch. Was sind denn da noch für Traumen oder was auch immer im System? Und nochmal ganz klar, wenn du abreisen, ausreisen willst von einem Ort, lass dich führen, schau deine Themen an und du bist da, wo du gebraucht bist, immer. Und wenn das das Reisen ist, dann ist es das Reisen und du wirst es dann spüren. Für mich war es, ich war jetzt die letzten 3 Jahre unterwegs und ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach mal hier eine Basis. Und dann kam ich hier an und dann hat es mich ja erstmal zerlegt. Ich bin eine Heilerin, aber eine gute Heilerin, die heilt ihre eigenen Themen. Das macht eine gute Heilerin aus. Ich sage nicht, oh, ich bin perfekt, mach du mal deine Hausaufgaben, ich mache gar nichts. Nee, ich schaue bei mir und dann helfe ich dir. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was für Themen hochkamen, was ich mit Zuhause verknüpft, was ich mit Liebe verknüpft, was ich mit all diesen Themen verknüpft. Und ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich mich nicht sicher gefühlt gehabt habe, wo ich mich nicht geliebt gefühlt habe in meinem Zuhause. Und das musste ich jetzt alles durchgehen. Und jetzt fühle ich mich gut. Ich habe vorgestern einen Kugelfisch am Strand gesehen. Gestern ist eine voll die schöne braun-goldene Schlange an mir vorbei, wirklich an den Beinen. Ich so, huch. Und die war so, mein Gott, die war so schön. Und ich hole mir da Hilfe. Ich gehe zu Heilern, natürlich. Und ich gebe da manchmal einen Haufen Geld aus. Und dann gehe ich lieber nicht essen oder ich reise dann nicht. Ich bleibe dann da und ich gebe das Geld dafür aus. Und das Geld kommt wieder rein. Und das Geld, was du für Selbstliebe ist, was du für dich selbst ausgibst. Also stell dir die Frage, wieso heilst du nicht lieber und kaufst dir teures Essen oder gehst in ein teures Restaurant und kaufst dir ein
Weinflaschen, von dem Geld kannst du Heilsitzungen machen und für dich gucken und heilen in deinem tiefsten Innern. Ja, so bin ich. Ich sag, wie es ist. Muss ja nicht immer stimmig sein für dich. Für mich ist es stimmig. Aber es macht definitiv, was ich sage, Sinn. Das ist das Wichtigste, gell? Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wo auch immer ihr seid und liebe Grüße aus Sri Lanka. Und wenn es regnet draußen, genießt es. Wenn es draußen regnet, dann heißt es nach innen gehen, ins Innerste, dich mit deinen Themen beschäftigen, gell? Okay, ciao. Die Natur spricht mit dir.